schau da, der Bola mit dem Schweizer Bauernhut. Gell? Weißt du noch, was bei uns warst, als Zentrum machen? Ja, ich kann ihn. Mit dem Weiss-Hemmli. Genau. Da. Hi, ist alles. Ja, wir haben auch telefoniert. Jetzt müssen wir ein Foto mit dem iPhone machen. Dort hat es freut mich, dass du noch gerne die Schweizer Bauernhut an hast. Hey, mit diesem schönen Zopf. Ah, das ist gut. Sehr gut aus. Merci, ja. Das ist ein Seuch, ein Selfie. Ich höre zum Brauchtum schon bereits. Das habe ich schon gemerkt mit der Zeit. Oh. Jeder ist mit ihm per Du und alle glauben, ihn zu kennen. Aber wer kennt Pollehofer wirklich? Als erster Mundart-Rocksänger der Schweiz wurde er ein Star. Er war Sprachrohr der Hippies. Man kennt ihn als Clown und Provokateur. In den letzten Jahren hatte er schwere gesundheitliche Probleme. In diesem Film redet der Entertainer über seine Hochgefühle und Tiefschläge. Vor fast 70 Jahren kam er als Urs Hofer zur Welt. Natürlich war es mein letztes und ein Feuer hat ihm auch noch gegeben. Bin ich Gottfried Schlutz, ein Kiosk? Oder bin ich etwa eine Bank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel? Oder wie ein Kassenschrank? Ja, 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 ja. Über 30 Alben hat er eingespielt. Jetzt nimmt er sein letztes auf. Wildes Leben, Tourbus, das war einmal. Heute rollt er in der ersten Klasse zu den Konzerten seiner Endspurt-Tour. Endspurt wird auch seine letzte CD heißen. Nicht aus Altersgründen will er aufhören, sondern weil es sich nicht mehr rentiert. Das hat auch damit zu tun, dass die Musikindustrie völlig am Boden ist. Man kommt da auf keinen grünen Zweig mehr. Ein Urheber, ein Autor verdient das Geld. Eben noch mit Auftreten. Eigentlich nicht mehr mit Tonträgerverkäufen. Hat er noch eingesungen? Ja, ja. Ist ja gar keiner da. In diesem Fall nehmen wir einen Schluck. Auf euch, Giele. Die Pollehofer Band ist bereits beim Soundcheck und wartet auf ihren Bandleader. Und dann fängt die Band an, und der Power, der kommt, da kommt die Energie. Das macht mich auch gerade wieder jung. Eine Art. Es ist wirklich, es gibt eine Rock'n'Roll-Energie. Das gibt es. Der Polo ist eine Ikone in der Schweiz. Das ist ein Wahrzeichen, kann man sagen. Von Augenhöhe mit dem Matterhorn, würde ich behaupten. Ein letzter Soundcheck. Diesmal ohne den Sänger. Der weiß, wie man sich als bald 70-Jähriger
optimal auf ein Konzert vorbereitet. Polos Ehefrau Alice Hofer hat sich in den letzten Jahren nicht nur beruflich mit dem Tod auseinandergesetzt. Mehrmals musste sie um das Leben ihres Mannes bangen. In ihrem Atelier für angewandte Vergänglichkeit verkauft sie selbstgestaltete Särge. Da haben wir zwei Patriotenmodelle, einen für einen Deutschländer und einen für einen Helvetier. Das sind Auftragsarbeiten von zwei, eben, die ihr Heimatland sehr lieben und wo beide grossen Wert darauf legen. Da haben wir, Die sind schon reserviert? Jawohl, ja, die sind bestellt. Das Geschäft sei für sie Selbsttherapie, um sich mit der Endlichkeit des Lebens zu versöhnen. Das ist in meinem Fall ist das sicher eines der grössten Motive. Die Angst und die Lust, auch mich mit dieser Angst auseinanderzusetzen. Und von dieser Angst nicht mehr ergriffen zu sein. Die beiden lernten sich vor 15 Jahren kennen. Es dauerte einige Zeit, bis es bei Alice funkte. Sie habe sich nicht in den Sänger verliebt, sondern in sein Wesen. Was verbindet euch miteinander? Ja, sie kommt aus dem gleichen Kulturkreis wie ich. Das muss man schon sagen. Sie ist im gleichen See aufgewachsen. Sie redet die gleiche Sprache und noch andere Sprachen auch. Und es ist einfach gescheit und ja, es ist meine grosse Liebe. Um ihn herum sei es nie langweilig, sagt sie. Er sei geistreich und bringe sie oft zum Lachen. Macht er das etwa, diese Sache? Polo zeigt Galgenhumor. In den letzten Jahren ist er mehr als einmal dem Tod entronnen. Ja, wie ist das so für ein Gefühl, Polo? Du ja, es ist realistisch, so, also, muss ich sagen. Du kokettierst ja fast ein bisschen damit. Ich, ja, ich wollte nur sagen, mir ist es eigentlich gleich. Ich liege einfach irgendwo, demal, oder? Und warum jetzt nicht hier? Jetzt ist hier wegen der Grösse, es geht. Aber willst du mal in einen Sarg begraben werden? Nein, verbrannt. Verbrannt. Und dann? Ja, dann verbrannt der Sarg auch. Ja, du hast mal etwas. Und dann die Asche in Urne, und dann in eine Rakete und dann bumm. Geht. Komm. Darf ich dir behelfen? Ziehen. Schön, bist du wieder unter uns. Oh, ich bin so froh. Einmal hatte er Herzprobleme, dann eine entzündete Bauchspeicheldrüse. Zudem musste ihm ein Tumor an den Stimmbändern entfernt werden. Du hast da schon ernsthaft Sorgen machen um ihn, hä? Ja, Hani. Ich bin froh, können wir heute darüber lachen, wirklich. Es macht es sehr viel leichter. Schwierig war? Ja, es war sehr schwierig. Ja. Mhm. Viel geprägt. Tagelang, nächtelang, hektoliterweise. Ja, sie hat mir das Leben gerettet, kann man sagen. Ja? Ja, ja. Ich war 10 Tage im Koma. Ich habe nichts mehr gewusst. Ich war dort auf der Schwelle. Und sie ist jeden Tag gekommen und konnte auch nichts machen. Aber sie wollte immer wissen, was man machen kann. Sie hatte am Anfang schlechte Prognosen. Dann hat sie sich plötzlich beschäftigt. Wie der mir jetzt am Boden geht, was mache ich denn? So Gedanken kommen halt. Oder? Aber eben, wenn wir hier schon im Sargatelier stehen, hast du Angst vor dem Sterben? Vor dem Sterben, ja. Aber nicht vor dem Tod. Also am Leiden, das verbunden kann sein. Vor dem habe ich Angst. Es geht so weiter bis Mittwoch, Minimum. Super.
Polo wuchs in Interlaken mit drei Brüdern auf. Der vierte war zu diesem Zeitpunkt noch nicht geboren. Die Eltern führten an der Marktgasse ein Kleidergeschäft. Im Bootshaus seines Bruders Beat ist der Sänger regelmäßig Gast. Hat es jemanden auch nie gegeben, dass der Polo so bekannt worden ist? Und von mir Seite eigentlich weniger, nein. Nein, auch nicht. Er lebt sein Leben und ich lebe meins. Und das ist ja so gut, gell? Finde ich nicht. Ja, ja. Was ist jetzt abgekehrt? Ah, der Bechampfer. Aha. Und ich fühle euch fest verbunden miteinander. Ich komme gerne daher. Ach, gerade wenn ihr frisch gefangen habt. Frische Fische auf den Grill oder frisch räuchern. Das ist natürlich schon fein. Ein Salat, ein schöner Sonnenuntergang. Etwas Flüssiges. Und einer, der weiss, wie man Fisch zusammenmacht. Ja, das ist natürlich, wenn man Koch gelernt hat. Er nennt Beat Fisch, weil er ein passionierter Angler ist. Komm, Jocki, komm. Ja, die kommen. Schau da, ja, ja. Wir haben beide das gleiche Talent geerbt vom Vater. Wir können uns nichts merken, aber Witze können wir uns merken. Es gibt Sättige, die können nicht Witze erzählen. Ja, genau. Dann kommt man nicht nach. Ja. Und manchmal lachen nur sie selber. Das ist noch köstlich. Verstehst du, wenn ich einmal wieder einen Spruch brauche oder ein Witzchen auf der Bühne und ich weiss gerade nichts, dann läute ich immer, hast du einen neuen? Er hat immer einen neuen. Er bringt mich zum Lachen, genau. Oh, wir sind gerne dort, wo es gesellig zugeht. Wir sind tatsächlich am Alkohol nicht vehement abgelehnt. Also, abgeneigt, besser gesagt. Und wir sind gerne unter den Leuten. Beide, ja, was lustig geht. Einer der Hofer-Brüder lebt in Bern als Steuerbeamter. Ein anderer wanderte nach Kanada aus. Von allen vier Hofer-Söhnen war Polo als Kind der ruhigste. Von dem hat er viel mehr Respekt als von der Gänz. Ja, sicher. Und also in die 8. Klasse gegangen ist, hätte ich mir nie können denken, dass der 1 von 1000 Leuten auf der Bühne steht und das Volk kommt und all das. Weil der war so scheu, der hat nie das Telefon abgenommen, wenn jemand von den Eltern schon mal gesehen hat. Ging einer von uns brütschen. Der hat nie das Telefon abgenommen. Scheu war. Glaubt man heute gar nicht. Ganz in der Nähe des Bootshauses steht eine Ruine. Als Pfadfinder wurde hier der junge Urs Hofer auf den Namen Polo getauft. Wieso haben Sie denn eigentlich den Namen Polo getauft in der Pfad? Weil meine Eltern ein Kleidergeschäft hatten, wo sie das Neueste waren, Polo-Hemli, Polo-Shirts im Schaufenster hatten. Und nachher ist mein Pfadiführer einfach der Name eingefallen. Ja, und das ist, ich bin auch der einzige Pfadi, der ein bisschen zu hohem Alter der Pfadiname ist geblieben. Und sogar zu einem Brand geworden, wenn du so willst. Oder? Ist mittlerweile geschützt sogar. Item, die Burg. Die Zeit bei den Pfadfindern prägte ihn. An Unterhaltungsabenden lernte er seine scheue Art abzulegen. Er imitierte Louis Armstrong und begann von einer Karriere als Sänger zu träumen. Doch der Vater verlangte von ihm, eine Lehre zu machen. Und so wurde er Handlithograf. Das war eine interessante Lehre. Sie haben mir ja freie Hand gelassen. Da musste man so ein paar Karten machen. Übungen, weißt, wie tut man sprayen. Nachher wieder sehr naturalistisch. Hat dir das Spass gemacht, Handlithograf zu lernen? Sehr. Weil es ist ja mehr im Zeichnerischen
Begabung entgegenkommen. Etiketten. Dann wieder eine kleine Übung, ein Scherchen abzeichnen. Und da ist noch der Brief, den mein Lehrmeister meinen Eltern hat, geschrieben zum Abschluss der Lehre. Bei dieser Gelegenheit möchte ich doch einmal sagen, dass Urs ein ganz außerordentliches, gutes, seltenes zeichnerisches Talent besitzt. Zusammen mit seinen vielseitigen Interessen und seiner guten natürlichen Intelligenz könnte er bei richtiger Verwendung einmal Außergewöhnliches leisten. Auf dieses sein Wohl möchte ich dann mein erstes Glas erheben und Ihnen und Ihrer Familie alles Gute wünschen für das neue Jahr. 30. Dezember 65. Wie hat der Vater reagiert? Ja, natürlich Freude gehabt. Oder? Er hat immer gezweifelt an mir, oder? Mit 16 gründete er seine erste Band. The Jetman. Polo war Schlagzeuger und Sänger in einer Person. Dem Vater missfielen seine musikalischen Ambitionen. Er hat mich verhaftet. Mal. Weil ich in einem Nachtclub gespielt habe, als ich 18 war, wo man erst mit 21 rein durfte. Nachher hat er gefunden, ich sei ganz am falschen Ort. Und ich habe gesagt, nein, ich spiele jetzt bei dieser Band. Ich bin eingesprungen für einen Schlagzeuger, eine Woche lang. Es war ein Nachtclub in Interlaken mit Striptease. Nachher hat er einfach das daneben gefunden, oder? Dass ich als 18-Jähriger in so einem Laden bin. Und weil ich mich geweigert habe, die Bühne zu verlassen, hat er mich verhaftet. Vor allen Leuten. Das hat mich so mögen, dass ich nachher 10 Jahre nicht mehr geschnurrt habe mit ihm. Aber am Schluss ist er gleich wieder gut gekommen. Aber ich wollte wirklich 10 Jahre nicht mehr wissen. Nur noch Ciao, Salut, Adieu. Was hat er eigentlich von deiner Musik gehalten? Nichts. Es ist das einzige Mal an ein Konzert gekommen. Ich sagte, es gefällt mir nicht, was du machst, aber du machst es gut. Einmal spielten The Jetman als Vorgruppe von Pink Floyd mit Gitarrist David Gilmour. Und er hat auf die Bühne müssen, ich bin im Vorhang gestanden, zugeschaut und er hatte einen Joint. Er merkte, dass er auf die Bühne hat schon halb geraucht hatte und hat ihm einfach mehr gegeben. Smoke it! So bin ich das erste Mal mit Haschisch in Berührung gekommen. Sein langjähriger Cannabiskonsum brachte ihm den Titel Oberkiffer der Nation ein. Aber auch Mineralwasser sieht man ihn eher selten trinken. Du, ist einer zum Doktor gekommen. Wir haben ein Alter. Er hat gesagt, was muss ich machen, wenn ich 100-jährig werde? Okay, ja. Der Doktor sagte, ja, raucht er? Nein. Sauft er? Nein. Nehmt er Drogen? Nein. Hat er Sex? Nein. Ja, wieso, wenn er dir 100-jährig wird? Der Polo hat ein Alkoholproblem. Was sagst du dazu? Ja, ja, wenn es keinen hat, habe ich eins. Ja. Ja. Ist das so? Ja, ja gerne. Schon Jesus hat das gerne gehabt. Aber du stehst dazu, das ist nicht etwas, das dich weiter beschäftigt. Nein, ich bin nie betrunken. Ich bin so Gügler, weißt du? Hier und da über den Tag verteilt das Glas, oder? Ja. Ja, es ist vielleicht schon. Es verkürzt vielleicht schon mein Leben, ich weiß nicht. Aber solange ich da bin. Seinem Wohlergehen zuliebe trinke er heute weniger als früher. Aber die Bemühungen, gesünder zu leben, würden ihn noch umbringen, kalauert er.
Also jetzt der Text. Jetzt ist das Lied doch schon Gottverdeli, etwa 25-jährig. Und ihr könnt den Text gerne noch nicht richtig. Aber also, 1, 2, 3, 7! Die Nation am meisten berührt. Der hat mich mit ins Herz getroffen. Der verdient den Titel «Grösster Schweizer Hit». Bolo, die Nation hat gesagt, Alpenrosen soll sein. Stell deine Jungs selber vor. Das ist der Hanri Ammann, der hat es komponiert, der hat Musik gemacht. Hanri Ammann und Bolo Hofer gründeten 1971 die Hippie-Band Rumpelstilz. Ich glaube, dass der Erfolg von der Rumpelstilz beruht schon darauf, dass sie mit berndeutschen Texten anfangen, Popmusik machen. Ja, wir mussten uns schon ein bisschen daran tasten, weil es ist einfach nicht die gleiche Selbstverständlichkeit war, eigentlich überhaupt keine, wie sie heute ist, sondern wir waren einfach auf der Ecke, wo alle Leute gefunden haben, muss das sein. Das geht sowieso nicht, die Pessimisten etc. Was auf Berndeutsch singen und so. Man musste wirklich die Leute überzeugen, dass das eine neue Epoche ist, ein neues Bewusstsein für die Musik. Ich werde die Welt mit dir allein als die Teddybär. Etwas erleben mit die Teddybär. Art zu singen hatte Polo im Gefängnis. Er behielt die Orgel eines Musikers, der die Band zuvor verlassen hatte. Und einmal verkaufte er ein Schlagzeug, das nicht ihm gehörte. Deshalb musste er für 30 Tage hinter Gitter. Das war schlecht, aber es war auch gut. Schlecht war, das war im Jahr von Woodstock. Ich habe das alles verpasst wegen dem. Ich war im Juni, Juli in Witzwil und musste Zibbeln setzen, den ganzen Tag. Am Morgen Kilometer vorne, am Nachmittag Kilometer zurück, alle 15 cm Zibbeln. Aber in meiner einsamen Nacht, in der Zelle, habe ich mir gesagt, so kann es nicht weitergehen, es muss etwas ändern. Und dann habe ich die Vision gehabt, ich tue eine Mundart-Band auf. Und das hat es noch nicht gegeben. Und ich habe schon gewusst, die muss heissen Rumpelstilz. Hanri Ammann komponierte bei Rumpelstilz mehrere Hits. Polo war jeweils für den Text zuständig. 1978 trennte sich die Band. Die Musiker zankten sich ums Geld. Und die beiden Alpha-Tiere, Ammann und Hofer, hatten miteinander Probleme. Manchmal, wenn es nicht nach seinen Tüten gegangen ist, hat man angestanden oder hat man Probleme gehabt wegen dem. Aber das war nicht unbedingt der Grund gewesen, wieso dass er verfehlt zum Zusammenarbeiten
nicht so leicht verdaulich war. Ich hatte das Gefühl, er wollte einfach sein Zeug durchziehen. Das war seine Kraft, die er auch mit voller Überzeugung machen wollte. Und das hat mir auch imponiert. Das war nicht nur schlecht. Wir haben jetzt einfach nach 7 Jahren haben wir es gemacht. Wir haben jetzt keine professionelle Haltung. Weißt du, eben, wenn man das Ziel ist, vor Musik zu leben, braucht es eine gewisse Einstellung zur Sache. Und das hat mir gefehlt, je länger dass wir zusammen waren. Es ist doch immer experimenteller geworden, die Musik. Es hat gar keinen Sänger mehr gebraucht, weil es ist auf Instrumentalmusik rausgelaufen. Das Verhältnis zwischen Pullo und Hanneri ist bis zum heutigen Tage angespannt. Verbunden bleiben sie trotzdem, als erfolgreiches Songschreiber-Duo und mit einem Platz in Interlaken, der ihnen gewidmet ist. Schon anfangs der 70er Jahre war hier der Mundart-Rocksänger Stammgast. Pohlhofer setzt sich an jenen Tisch, an dem er politisiert wurde. Er und weitere Hippies gründeten hier eine Partei mit dem Fantasienamen Herdlütli. Ein Kamerateam war zugegen, als die frisch gebackenen Politiker das Parteiprogramm ausheckten. Sie kandidierten damit für den Berner Stadtrat. Mehr Bäume in der Stadt haben wir zum Beispiel verlangt. Einheitstarife für öffentlichen Verkehr. Ein Eros-Center für Senioren. Überall in der Stadt sind Plakate gehangen mit älteren Herren in Krawatten. Und wir waren die neue Hippie-Generation. Und wir wollten auch vertreten sein und etwas sagen. Aber dass wir Blut auf dem Plakat waren, hat natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt. Aber wir hätten keine Schnäppi gesehen, muss ich dir schon sagen. Tatsächlich eroberten die Herdlütlis mit Margret Probst auch einen Sitz. Doch nach Ablauf der Legislaturperiode wurde die Partei aufgelöst. Zwei von uns waren künstlerisch tätig. Das hat uns viel abgehauen. Die Politik hat uns abgehauen von unserer künstlerischen Arbeit. Und es ist einfach verleidet. Am politischen Geschehen sei er nach wie vor interessiert. Polo bezeichnet sich als Wechselwähler. Anfangs der 70er Jahre heiratete er Trudi, die einen Sohn mit in die Ehe brachte. Doch das Familienleben war alles andere als harmonisch. Das Ehepaar stritt sich oft. Häufiger Anlass waren seine Affären mit Groupies. Es ist ja dann zur Scheidung gekommen, ist das mit ein Grund gewesen? Das war schon ein Grund, ja klar. Aber so ist jedem Rock'n'Roller gegangen. Das ist ein Berufsrisiko. Noch heute sagen die Mütter und die Töchter, heiratet ja nie Musiker. An seinem Wohnort trifft Polo seinen Stiefsohn Oliver Hofer. Mit dem Showbusiness wollte er nie etwas zu tun haben. Der 48-Jährige lernte Bäcker. Wir lassen andere leben weiterhin. Ja, wir geben uns alle Mühe. Gell? Ja. Wir haben nicht immer die gleiche Meinung. Also, wir sehen uns nicht so fleissig. Nein. Oliver hatte es als Kind nicht leicht. Polo nahm seine Verantwortung für die Familie kaum wahr. Und in der Schule habe er wegen seines berühmten Vaters Neid erlebt. Als ich ein Kind war, war es nur ein Nachteil. Warum? Ständig angezündet worden. Die Schüler gar nicht gut gefunden. Er ist ständig angezündet worden. Ja, das war toll. Ja, nur angezündet wäre ja noch gegangen. Also, was ist denn gesagt worden? Also, ich habe mir am Morgen überlegt, wie ich ohne Prügel in die Schule komme. Am Mittag überlegt, wie ich ohne Prügel heimkomme und wieder in die Schule komme. Und am Abend wieder das Gleiche. Das war so sehr bestimmend, eine Zeit lang. Polo, wie hast du das so erlebt?
gar nicht. Ich war ja nicht dabei, wenn ihm das ist passiert. Wenn er nicht da war, war er halt nicht da. Also es hat auch mal gegeben, dass er mal zwei Monate nicht nach Hause kam, weil er auf Tour war. Es hatte seine schönen Seiten. Es war viel Ruhe. Ist er weniger Ruhe, wenn er da war? Ja, eindeutig. Inwiefern? Ja, in jeder Form. Ja, es ist einfach, wenn er da ist, ist einfach viel mehr los gewesen. Ist er ein guter Vater gewesen? Ja, nur ja kann man da nicht sagen. Er hat seine Vorteile als Vater. Er hat ihm leben. Also man hat einiges dürfen, es ist okay gewesen, und andere vielleicht auch doof da. Aber er hat es auch nicht immer so ernst genommen. Man ist eben unter, man hat ein Nomadenleben, oder? Und dann hat man auch ein schlechtes Gewissen eventuell gehabt. Und das ist auch vieles, in vielem zu kurz gekommen. Also, er hat vielleicht mehr Diskussionen wollen beim Aufwachsen. Das kann ich nicht sagen. Ich vermisse dich. 1978 tritt der Sänger mit der Gruppe Spahn auf. Aus Spahn macht er sein eigenes Ding. Also du hast da für mich. Polo Hofers Schmetterding. Wenn ich ehrlich bin, dann sag ich, vermisse dich. Polo wollte eine Frau in der Band haben. Und so entdeckte er Mariana Polistina. Ich habe ihn nicht gekannt. Und dann bin ich aber die Leute gefragt, du, was ist das so für einen, was Mensch und so. Nein, haben die alle gesagt, oh, Finger weg, pass auf, du, gefährlich. Weißt du, der zieht dich über den Tisch, der kommt raus mit Business, oder wie man Business macht. Und pass auf. Und das ist natürlich, ich habe gedacht, aha, oder? Sag mir, pass auf. Und das hat mich überhaupt nicht beeinträchtigt. Ich habe gedacht, ja gut, er ist ein Profi und wir können spielen. Und das wollte ich. Ich mache das. Aber so schön wie es ist daheim, ist nie eine Süß für mich wie bei uns im Oberland. Schmetterding landete mehrere Gassenhauer. Aber die Zusammenarbeit mit dem Bandleader verlief nicht ohne Zwischentöne. Als im Berner Oberland. Also im Studio, ich weiß noch, irgendwann habe ich gerannt. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, bei welchem Song. Weil er einfach hat, weißt, er gesagt, nein, ich will das nicht so machen. Da oben bellete. Und es hat mich grusig gedünkt, oder? Und ich bin irgendwie auch, ich habe es nicht können so machen, wie er wollte. Und dann habe ich im Wüst gesehen und gerannt und gesagt, es ist sowieso ungespürig. Und mir ist sich manchmal auf den Weg gegangen. Das ist ja klar. Nach 4 Jahren trennte sich die Band, weil Spahn wieder Spahn sein wollte. Die Musiker lösten sich aus dem Schatten ihres Sängers, der seinen Namen zur Marke gemacht hatte. Ich wusste, wenn ich immer nur um den Bandnamen auftrete und die Band auseinandergeht, dann bin ich auch weg vom Fenster. Also muss ich meinen Namen als Brand bekannt machen. Oder? Und das war auch richtig. Ich konnte von denen nach sagen, Polo und. Oder? Und die Leute wussten, dass sie überkommen. Seit 1984 kam der Berner Mundartsänger auf die Bühne zurück mit einer neuen Formation. Polo Hofer und Schmetterband. Letzter Auftritt der Schmetterband. Das Konzert fand 2003 in der Mühle Hunzigen statt.
Ich sage den Gielen, ich kann nicht kommen. Dann hin ich nicht, ich spiele Salon. Ich suche niemanden, das auf der Gasse. Ich will nur eins und ich weiß schon was. 18 Jahre lang war die Schmetterband eine verschworene Gemeinschaft. Dann löste Polo die Gruppe auf, weil er eine musikalische Pause einlegen wollte. Sein Entscheid hat er alleine gefasst. Ich dachte, irgendwie, ich muss wissen, was geht. Oder? Ich habe mir das Wunder genommen und habe ihn gebeten, dass wir gerne eine Aussprache hätten mit ihm. Dann sagte er mir, Ende Jahr ist fertig, ich mache nicht mehr. Ist deine Frage beantwortet? Ja, ich war natürlich extrem traurig. Weil das war in einem Moment, wo es uns ja sehr gut gegangen ist, wo wir uns auch gut gefühlt haben. Und wir haben eigentlich auch, weißt, eine gute Zeit erlebt. Nicht Lampe in dem Sinn und in der Band auch nicht. Und das war schon ein bisschen Schock. Es kann schon sein, dass ich nicht jedem ein freundliches Brief geschrieben habe. Sorry, ich fühle mich nicht mehr weiter verpflichtet. Es ist halt so, oder der Musiker. Also, ich habe es so erlebt, schon vorher. Oder? Er geht schon, also schwere Entscheide geht er gerne aus dem Weg. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, dass er die Leute nicht zu nahe lassen, an sich herkommen. Und wenn er merkt, dass jemand zu nahe kommt, wird es ihm gefährlich. Und dann klemmt er ab. Jeden Dienstagabend trifft sich der Jazzclub mit seinem prominenten Mitglied. Seit 15 Jahren hassen wir hier, Gielen. Ja, es wird streng, Gielen. Jetzt müsst ihr euch alle so zusammennehmen. Das ist für mich super. Spürst du das Unglück kommen? Ja, ja. Kinder! Hast du jetzt gesehen? Ja, hast du jetzt gesehen? Offensiv. Du hast deine Strategie heute völlig geändert. Also, es ist wirklich, es ist übelst, ja? Die Situation für Musiker. Du verdienst höchstens noch bei Konzerten oder so, aber Tonträger verkaufst du keine mehr. Du kannst dir quasi finanziell nicht einmal mehr ein anständiges Nasentuch leisten. Und dann macht er nur Uhr, weil kann er dann wieder aufhören. Ja, ja, ja. Nachher habe ich mich jahrelang geschämt, dass ich als Musiker nicht Noten lesen kann, bis mir einer einen Tipp gegeben hat. Ich soll einfach nach den Farben gehen. Oder? Die blauen sind 100er, die roten sind 20er, und die grünen 50er. Und so ist ganz einfach. Ein Spaßmacher ist er. Aber wer versteckt sich hinter der Maske des Clowns? Lässt er sich überhaupt je in seine Karten blicken? Also jeder, der Hoffer näher kennt, hat das Gefühl, er kenne gut. Und das ist auch der Trugschluss. Ja, ja, es ist schwer fassbar. Ja, mit mir selber Mühe. Darum auch doch der Doppelfisch. Dazu kommt, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles schon vergesse. Mit einem Spruch lenkt er vom Thema ab. Das scheint sein Trick zu sein. Ich glaube eben, dass das wirklich ein Panzer ist, den er hat. Ich habe ja die ganze Geschichte nüchtern erlebt, weil ich keinen Alkohol trinke. Und wenn er dann manchmal ein bisschen zu viel hatte, dann merkt man, wie weich der Kern ist. Also die feinen Gespräche, sag mir jetzt, weißt, wirklich gespürige Gespräche über eine Situation von ihm, so, die hast du mit ihm am Telefon oder wenn du in Ruhe vis-à-vis hockst. Sobald es andere Leute herum sind, kommt er vielleicht in die Rolle, Hoffer, weißt du? Mit ihm sei er schon länger zusammen als mit jeder Frau, sagte Polo über Hans-Peter Brüggemann. Gemeinsames Musizieren während 30 Jahren ist die Basis ihrer Freundschaft. Brüggemann steht dem Sänger näher als die meisten anderen. Er hat gewisse Sachen, die man von ihm auch nie erfährt. Und es ist auch so, dass er nicht gerne redet, wenn er über Sachen, die ihm Schwierigkeiten machen, also gerade über Krankheitssachen, er tut nicht gerne
Nur wenn es wirklich muss sein, tut er informieren, was eigentlich ist und wie es ihm geht und so. Oder wenn es nicht mehr anders geht. Er hält sehr mit Sachen hinter dem Berg. Er redet auch nie über Probleme oder so. Das macht er sehr ungern. Und er hat es auch nicht gern, wenn andere Leute mit ihm über ihre Probleme reden. Das hat er, gar nicht gern. Einer von seinen Leitsprüchen, den er ja sehr gerne immer wieder bringt, ist der vom Indianer, der keinen Schmerz kennt. Und jemand, der das erwähnen muss, kennt den Schmerz. Den Schmerz lernte er durch den Tod dieser Frau kennen. Isabel Hediger war 7 Jahre lang seine Lebenspartnerin. 1996 starb sie an Krebs. Sie wurde nur gerade 36 Jahre alt. Das war die schlimmste Zeit von meinem Leben. Ich habe dort alles aufgegeben, während anderthalb Jahren. Das ist 1996 und 1997. Ich habe keine Musik mehr gemacht. Ich habe mich aus allem herausgehalten und habe mich völlig irre gewidmet. Und es war schwierig, sehr schwierig. Also was vor allem für mich bei Isabels Tod und der Vorgeschichte, also die ganze Krankheitsphase von ihr, war, ist eine Seite von Polo, die ich wirklich bis dann nicht kennt. Dann ist eben die sensible Seite und die verantwortungsbewusste Seite vorgekommen. Und er hat wirklich gemerkt, das geht ihm nach, aber er nimmt auch die Verantwortung wahr und steht da und er pflegt die Eisen. Und ja, es ist wirklich von mir aus, seitdem, vielleicht ist es eher so, dass der Polo für mich ein anderes Bild gibt. Also er hat sich sicher auch verändert, aber ich sehe ihn anders seitdem. Im März nächsten Jahres wird er 70. Nun steht er nochmals im Aufnahmestudio, um sein angeblich letztes Album einzuspielen. Es soll im Frühjahr 2015 erscheinen. Er verlässt sich auf sein bewährtes musikalisches Rezept. Mundartrock, inspiriert durch amerikanische Südstaatenmusik. Finde ich also noch gut. Ja, bin ja. Jesus hat ein Handy, Leute ihm einfach an. Oh, Jesus hat ein Smartphone, immer für dich da. So, noch die Gürze fressen da. Top. Eigene Songs komponiert er nicht. Seine Stärke liegt im Schreiben der Texte. Der Text ist noch nicht so, wie ich wollte. Muss ich es neu tischeln. Darf ich fragen, um was denn geht im Song? Es ist ein Liebeslied. Einer, der sich beklagt, dass er schon, sie hat ihm versprochen, dass sie ihn heiratet, aber sie macht es einfach nicht. Es klappt einfach nicht. Aufhören will er, weil der CD-Verkauf eingebrochen ist. Aber der 70. Geburtstag im März nächsten Jahres sei ein guter Grund, etwas kürzer zu treten. Doch mit seinem letzten Album werde der Rock-Senior nochmals zeigen, wer der König des Mundart-Rocks ist. Wenn wir jetzt da 10 oder 15 Songs aufnehmen, 2, 3 werden schon Treffer sein, die lang leben. Oder? Und dann müssen alle
alle Amateur-Tanzmusiker von der ganzen Schweiz müssen diese Songs lernen. Ob sie wollen oder nicht. Was ist denn der Grund, dass du eigentlich nicht mehr nachher die Alben einspielen selber? Eben, weil ich nachher anfangen will, Rembrandt fällt schon so Zeug. Keine Rembrandts fälschen, aber echte Polowerke malen, so sieht er seine Zukunft. Ich hocke da und meditiere oder studiere etwas im Umfeld. Und dann schaue ich dort die Kette an. Und dann plötzlich, die Beleuchtung war jetzt etwas anders, als sie jetzt gerade ist. Nachher habe ich plötzlich ein Nashorn gesehen. Da. Oder das Stockhorn. Das ist der Niesen. Dann dachte ich, ja, Niesen mit Nashornkette statt Stockhornkette. Das sind so neuere Sachen. Das habe ich dort gemacht, nachdem ich kürzlich einen Nachtclub betreten habe. Dann habe ich die Szene beobachtet und dachte, die Männer und die Stripteaserinnen. Es könnten doch auch Gorillas sein. Ein berechnender Geschäftsmann, ein Spaßmacher, der seine sensible Seite schützt. 50 Jahre Bühnenerfahrung, Erfinder des Mundartrocks, zahlreiche Evergreens. Das macht ihn zur helvetischen Ikone. Und Polo hat eben das nötige Etwas, das man nicht lernen kann, nämlich Entertainment. Auf Bühne stehen, das Charisma haben und die Leute überzeugen. Und er hat so wollen, es gut verkaufen können. Und ich finde, sein Verdienst ist, dass er sich wirklich bemüht hat, relativ komplexe Zusammenhänge in Lieder zu bringen, in Mundartlieder. Und vielleicht jemandem zugänglich zu machen, der das sonst nicht sich hat überlegt. Er hat ja nachher auch alle anderen angesteckt und inspiriert und hat einen Mut gemacht, das so zu machen. Der Weg zu deinem Haus ist padelt von Fuss an den Rücken. Noch ist er mit seiner Endspurt-Tour nahe bei seinen Fans. Aber schon bald werde er aus dem Rampenlicht treten. Ist gut. Vielleicht.